Was geht ab, ihr Stingelschinker? Heute schauen wir uns die gruseligste Stämme an, die du nicht treffen möchtest, Alter. Aber ich frage mich so, was, wenn ich es doch möchte, Alter? Wir schauen mal rein, Alter. Kannibalismus im tiefen Dschungel. Um Stämme, die weit ab der Zivilisation leben, ranken sich seit jeher viele unheimliche Legenden. Es mag schwer zu glauben sein, doch auch in der heutigen Zeit gibt es sie noch. Menschen, die weit abgeschieden von anderen Kulturen, ihren ganz eigenen Riten und Traditionen folgen. Bro, ich finde das crazy, Alter. Bro, schau mal, selbst die Kamera wird unscharf, weil wir reden einfach nicht über das optische Erscheinungsbild, was hier gerade... Ich sag gar nichts mehr. Komm weiter, Video. Weiter, komm, jetzt. Schamanenzauber im Reich der Tschuktschen. Mir ist gerade aufgefallen, wie unnötig diese Pause war. Bro, ich wollte eigentlich was sagen, hab was anderes gesagt, hab gehustet und hab alles vergessen, was ich sagen wollte. Dieser das Stamm ist Content. Ist im Nordosten Russlands zu finden. Genauer gesagt, auf der sogenannten Tschuktschen Halbinsel. Auch in der heutigen Zeit sind viele Tschuktschen noch Jäger. Zudem züchtet das Volk Rentiere und der Fischfang spielt eine große Rolle im Leben der Stammesmitglieder. Heftig. Weil der Klimawandel aber auch vor ihrem Lebensraum nicht Halt macht, kämpfen sie nicht nur gegen erschwerte Jagdbedingungen, auch Fische gibt es nicht mehr in der Menge, wie sie früher zu finden waren. Oh. Viele Tschuktschen wenden sich in ihrer Not dem Alkohol zu, andere suchen Hilfe bei einem Schamanen. Krass, ich find's gerade voll erstaunlich. Mir fällt jetzt das auf, Fischen ist ja so ein Hobby jetzt mittlerweile so, aber Bro, früher war das so, wenn du fischen konntest, also ganz früher, dann warst du der King, Digga, weil du hast das Essen geholt. Wisst ihr, wie ich meine? Voll crazy. Dieser wird von ihnen als Bindungsperson zwischen der Geisterwelt und der Welt der Irdischen gesehen. Seine Seele kann auf Reisen gehen und sich mit Geistern unterhalten. Oha. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich also weder mit einem Tschuktschen noch mit des... Digga, was ein Instagram-Profile-Pick war das denn? Digga, das als Instagram-Profilbild, du kriegst jede also Frau. Also weder Glaub mit mir. Einem Tschuktschen noch mit dessen Schamanen. Anlegen. Der ist es, Digga. Der Fluch der Zwillingsgeburt bei den Koma. Oh, okay. In Afrika ist der Stamm der Koma zu Hause. Immer noch verweigern sich viele Stammesangehörige moderner Kleidung. Dies hat keinen modischen Aspekt, sondern dahinter steckt die Angst, verflucht zu werden und deshalb ein ungeborenes Kind oder sogar das eigene Leben zu verlieren. Was? Ob mit oder ohne Fluch, wenn eine Koma-Frau stirbt, so erben die Töchter fast ihre gesamte Habe. Trotz dieser frauenfreundlichen Erbregelung ist es dort jedoch nicht unbedingt empfehlenswert, das weibliche Geschlecht zu haben. Denn bis vor kurzem stand die Geburt von Zwillingen bei den Koma im Ruf, das Böse geboren zu haben. Oh Gott. Deshalb wurden nicht nur die Babys lebendig begraben, auch die bedauernswerte Mutter musste aufgrund der Zwillingsgeburt sterben. Menschen sind so zurückgeblieben manchmal, ich komme nicht drauf klar, Alter. Sie dulden keine Fremden, bah. Die Sentinelesen. Auf einer Insel mitten im Indischen Ozean. Über die Insel habe ich letztens YouTube-Short gemacht. Dann findest du das Volk der Sentinelesen. Auch die Menschen dieses Stammes leben als Jäger und Sammler. Vielmehr ist nicht bekannt, denn so manch einer, der mit den Sentinelesen Kontakt aufnehmen wollte, hat es mit dem Leben bezahlt. Wieso dieser Stamm Eindringlingen im Allgemeinen so feindselig gegenübersteht, ist nicht genau bekannt. Es wird vermutet, dass erste Kontaktaufnahmen zur Ausbreitung von Krankheiten führten. Weil das Volk so isoliert lebt, können sich auch banale Infektionskrankheiten dort schnell ausbreiten und tödliche Verläufe nach sich ziehen. Das ist so Krankheit oder anderer Grund, die Sentinelesen stehen der Außenwelt jedenfalls definitiv äußerst hasserfüllt gegenüber. Wem sein Leben lieb ist, der sollte sich der Insel auch in der heutigen Zeit deshalb besser nicht nähern. Bro, wenn du an die Insel gehst und die sehen dich, dann schießen dich mit Pfeil und Bogen ab und töten dich. Und danach, also ich hab's gehört, ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber verspeisen dich auch. Überkrank, Bro. Was mir so auffällt, ist, es ist so erstaunlich und ich find's schön, dass es so einen eigenen Stamm gibt und die sind weg von der Zivilisation und die leben ihr eigenes Ding. Keiner hat eine Ahnung, was die leben, wie die leben, nur wahrscheinlich so FBI oder so die höchste Regierung, die überwachen das so, wisst ihr, wie ich meine? Und vielleicht ist es auch so wie so ein Experiment für die, kein Plan, aber ich finde es sehr schön, Alter, weil die wollen kein Handy, die wollen kein Internet, wisst ihr, die leben auf ihr eigenes. Und Bro, das ist so krank, wenn die Krankheiten bekommen, die fahren nicht ins Krankenhaus oder sowas, das ist so ultra heftig, ne? 2006 fielen zwei Fischer dem Stamm zum Opfer. Ob sie freiwillig aus Neugierde eine Kontaktaufnahme wagten oder ob ihr Boot abtrieb, ist nicht bekannt. Sicher ist lediglich, dass sie die Begegnung mit den Sentinelesen nicht überlebten. Ja. Selbst der Suchhubschrauber wurde mit
mit Pfeilen beschossen. Ja. 2018 startete ein Amerikaner einen zweiten Versuch. Sein Ziel war es, den Stamm vom Christentum zu überzeugen. Auch er bezahlte den Besuch mit seinem Leben. Nicht böse gemeint, ne? Ist ja gar nicht böse gemeint. Aber Bro, wenn du kannst doch nicht erwarten, du gehst zu einem Stamm. So, die sprechen nicht mal deine Sprache und du gehst hin und sagst, hey, ich will die jetzt vom Christentum überzeugen. So. Ist ja vielleicht eine gute Absicht von ihm, das ist seine Religion, er möchte die Religion weiterbringen, wisst ihr, wie ich meine? Bro, Digga, natürlich killen die dich. Das ist denen egal, ob du mit Schokolade kommst, ob du mit einer Religion kommst, ob du mit dem Bugatti kommst. Bro, die killen dich, die kennen das nicht anders. Hänsel und Gretel beim Volk der Batak. Käfige vor den Häusern, in denen Menschen bis zum gewünschten Gewicht gemästet werden. Was nach einem gruseligen Märchen klingt, ist auf der indonesischen Insel Sumatra schaurige Realität. Auch wenn in der heutigen Zeit dort nur noch Spezialitäten auf dem Grill landen, in früheren Zeiten stand auf Sumatra Menschenfleisch auf der Speisekarte. Vor einigen Häusern können diese heute leerstehenden Käfige noch besichtigt werden. Dies ist allerdings nur etwas für Hartgesottene. Denn wer hier gefangen genommen wurde, den erwartete ein wirklich düsteres Schicksal. Oh. Sobald er vom Stammesfürst als Mahlzeit eingeordnet worden war, kam er in einen kleinen, vergitterten Käfig. Dort wurde das arme Opfer bis zum richtigen Gewicht gemästet, um dann als Mahlzeit für das Volk der Batak zu enden. Bro, ich finde das so krank. Das ist so, Digga, das ist doch... ein Menschenessen. Bro, ein Menschenessen. Das ist... Wow, das ist so abgefahren und mad, Bro. Wow, Digga. In Filmen ist das so cool. Oh, Kannibalismus, man findet es krass. So, ey, umso heftiger, umso mehr gemetzelt wird im Film, umso cooler. Aber wenn das im echten Leben passiert, Bro, ich denke mir so, wow, ist das abgefahren, Alter, Bro. Zacker bei den Akunzu. Wow. Wer sich auf die Spuren eines grauenhaften Völkermords begeben will, der wird beim Stamm der Akunzu in Brasilien fündig. Von dem einst stolzen Volk sind heutzutage nur noch 3 Menschen übrig. Die Was? Jäger, Sammler und Fischer lebten lange Zeit unberührt im Regenwald. Wow. Mit Beginn der Abholzung mussten die Akunzu vor den schweren Maschinen tiefer in den Wald fliehen. Doch auch hier fanden sie keine Ruhe, da der Mensch immer weiter in ihren Lebensraum vordrang. Die Neuankömmlinge brachten Krankheiten mit, gegen die die Stammesangehörigen keine Abwehrkräfte hatten und ihnen deshalb erlagen. Digga, wie traurig ist das? Bro, da ist so eine eigene Truppe, so ein eigenes, ich weiß gerade, die Zivilisation, so eine eigene. Bei denen gibt es diese Krankheiten nicht, die wir jetzt zum Beispiel haben und wo wir immun sind, weil wir wachsen damit auf. Die haben ganz andere Krankheiten und ganz anderes Leben. Digga, und dann sterben die nur, weil diese Idioten den ganzen Regenwald abholzen und alles kaputt gemacht wird, die ganze Natur umgefahren wird. Und dann auch noch dieses Volk so, wisst ihr so, oh Mann, Menschen sind so blöd, ey. Es ist so, ich kann es nicht oft genug sagen, ne? Es gibt ja auch übel die guten Menschen, super Herzensmenschen, Menschen, die kämpfen für Sachen, aber der Hauptteil der Menschen ist einfach doof. Es tut mir so leid, das zu sagen, ne? So, fühlt euch da jetzt nicht angesprochen. Aber es gibt so viele dumme Menschen einfach, das ist so schlimm und traurig, Alter. Außerdem waren sie den umliegenden Ranchern ein Dorn im Auge. Diese setzten schließlich Kopfgeldjäger auf den Stamm an. Ein Wieso? Vorgang, welcher zu schrecklichen Massakern führte, Wieso? Die lange bestritten und schließlich doch bewiesen wurden. Kein Wunder also, dass die letzten 3 Verbliebenen in großer Angst vor der modernen Welt leben. Die Armen, Digga, die Armen. Schauerlicher Körperkult bei den Mursi. Der Stamm der Mursi ist äußerst isoliert von der Außenwelt in Äthiopien, Afrika zu Hause. Wer dieses Volk besucht, dem fallen als erstes die mit einer Tonscheibe geschmückten wow. Körperteile auf. Oft sind es die Ohren, die von Scheiben verzehrt werden, bei Frauen häufig auch die Unterlippe. Wahnsinn. Um das Einsetzen der Scheibe zu ermöglichen, wird... Bei denen ist es tatsächlich so, Leute, müsst ihr euch mal vorstellen, umso größer die Scheibe hier drinnen ist, umso schöner bist du. Und die Person mit der größten Scheibe hier drinnen ist die schönste Frau sozusagen. Jungen Mädchen, Wahnsinn. Die Unterlippe in 2 Hälften gespalten und anschließend ein Holzstift eingesetzt. Boah. Nach und nach wird dieser durch immer größere Objekte ersetzt, so lange, bis die Scheibengröße erreicht ist. Wahnsinn. Da die Zähne einer großen Scheibe im Weg stehen würden, müssen die Mädchen auch auf 2 Schneidezähne verzichten. Diese werden ihnen herausgebrochen oder ausgeschlagen. Wahnsinn. Den Mosi-Männern bleibt das Scheibeneinsetzen in die Unterlippe erspart. Sie erproben sich jedoch in Kämpfen. Besonders Duelle und Stockkämpfe sind sehr beliebt. Wahnsinn. Der stolze Sieger steht jungen Frauen dann als potenzieller Ehemann zur Auswahl. Wahnsinn, Digga. Wahnsinn. Also es ist so krass, was es immer noch für eigene Völker und eigene Stämme so gibt. Ich finde das sehr schön
Und wenn die in ihrem eigenen Leben so für sich selber sind und ihr eigenes Leben leben können, ist es schön, weil es ist auch eine gewisse Art und Weise von, ja, von Kultur und auch irgendwie so was Besonderes. Und weißt du, man schätzt das so, so, die leben schon immer so und die wollen so leben, die wollen nicht in diese neue moderne Welt rein, dann soll man das auch schätzen so und wisst ihr, wie ich meine, ich finde das toll. Und die greifen uns ja auch nicht an, die gehen ja jetzt nicht rein und sagen, alles was neu modern ist, wir müssen es töten, sondern die wollen einfach ihr eigenes Leben leben in ihrem Stamm und Ende. Deswegen finde ich es umso schlimmer, wenn man in diesen Stamm eingreift und von den Leuten die Leute schadet, so, das geht gar nicht, ne, aber Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, war ein geiles Video, checkt, wie heißt der Channel hier nochmal, Verborgene Welten ab, sehr gutes Video, Daumen da lassen, Like da lassen, tschüss.